So, hallo und herzlich willkommen. Es hat gerade eine neue Runde angefangen. Wir spielen heute auf Mastio Battlefield Play for Free. Und heute habe ich dabei wieder mal Sniper mit der VSS. Da steigt wer ein oder was ist los? Will keiner mitfahren mit mir? Ja, was ist los? So, auf einen warte ich noch. Passt, fahren wir. Gut, haben wir welche dabei? Ich fahre jetzt dieses Mal diesen Weg einmal anders etwas. Und VSS habe ich dabei, wie gesagt, mit Kurzstreckenlauf und Nahkampfmunition. Ich habe es mir endlich einmal merken können. Halleluja. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. So, da ist jetzt wieder keine Sau da. Aber das macht nichts. Wir werden einfach direkt einmal gleich hinten reingehen. Das ist das Lager da, in einer A-Busten-Lager. Schauen wir sich das von drinnen an. So, okay, das wird nichts da. Muss mich erst da wieder etwas einspielen in die VSS, habe ich ja doch schon etwas länger nicht mehr gespielt jetzt. So, der A-Posten gehört bald uns, schätzungsweise, wenn ich jetzt nicht gleich drauf gehe, wieder irgendwo da. Was schätzungsweise der Dings sein wird, aber die fahren zum Glück vorbei, das ist positiv für mich. So. Perfekt, okay, wir nehmen uns dabei den A-Busten, weil die sich die anderen das andere Zeug nehmen. Perfekt. Aha. Busten gehört sonst fast so gut wie uns. So, gib mir Munition, du Wichsbier, Dankeschön. Sehr gut. So. Schmeißen wir gleich einmal so die Granaten rauf da. Und den geilen Ball auch wieder, den Motion Sensor habe ich letztens. Aha, Autsch, das war natürlich wieder unnötig zum Quadrat jetzt der Panzer. Aber naja, das hat sich wieder ausgezahlt, oder? Aber zum Glück haben wir den A-Posten wenigstens eingenommen noch. Das ist ja sehr schön. Da ist jetzt eh keine Sau mehr. Da haben sie uns ja auch weggenommen, das vorher gerade. Aha. So, nichtsdestotrotz, wir schauen jetzt einfach. Was haben wir da? Geht nichts ab da. Da geht's wieder ab, erst da sind wieder die Schweinsaugen da überall. So, Dankeschön, dass ich heute noch irgendwas treffe. Da oben sitzen die Sniperers, das ist mir ehrlich gesagt etwas unsympathisch da gerade. Perfekt, einen haben wir erwischt. Das passt einmal sehr gut. Jetzt schauen wir dann noch auf die Seiten vorbei. Da war doch noch ein zweiter auch noch. Wenn ich mich nicht täusche. Oder hat sich so wie es ausschaut versteckt. Das da. Gut. War ein einfaches Ziel jetzt sozusagen. Okay, das war mit Glück und Not haben wir das jetzt geschafft. Ja, genau, da unten steht ein Sniper, danke, das habe ich auch mitbekommen. Oder auch nicht mehr. Jetzt schmeißen wir ihm eine Granate nach vorne. So, ich habe mich da gerade leider konzentrieren müssen. Deswegen habe ich nicht so viel sprechen können dort jetzt. So, etwas Munition. Ah, da haben wir sie eh schon, wenn man vom Teufel spricht. Hat man sie eh schon da. Wird natürlich jetzt wieder nicht nachgeladen da, das finde ich wieder allergeilstens. Das stört mich wieder am allermeisten da. Ja, und das bin ich natürlich tot auch noch, wunderbar. Naja, immerhin haben wir einen halbwegs guten Anfang da hingelegt. Einen Kropfen haben wir hingelegt, so. Aha. Was ist da los? So, wunderbar. Natürlich wieder da der. Aha. Deadman's Trigger, so, das wollte ich eigentlich sagen. Was haben wir da für geile Säcke da? Okay, den haben wir mal erledigt. Das tut etwas weh da. Beim Sniper muss ich mich immer so konzentrieren, dass ich nichts reden kann. Das vergesse ich dann immer praktisch irgendwie sozusagen.
So, da vorne ist noch der Sniper-Bruder, den kann sich für einen anderen kümmern, der ist mir ehrlich gesagt jetzt wurscht. Aha, achso. Die haben ja gar nicht zu mir gehört. Mir gerade so aufgefallen. Perfekt. Autsch. Panzerfichter, wie der heißt. Aha, das hat sich auch in Luft aufgelöst, das Problem sozusagen. Da ist jetzt eh keine Sau. Schmeiß mal. Aha, das kann ich noch nicht. Auch nicht. Kein Problem, nicht. Aha. Okay, 10 zu 3. Naja, gut, wenigstens haben wir da jetzt was erreicht. Erste Runde ist eh bald wieder vorbei. Die Hälfte haben wir schon wieder gewonnen, sozusagen. Bin da heute am Daueraufnehmer. Das ist jetzt praktisch. Also, ich habe heute mal nur, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ich nehme jetzt praktisch am Stück auf, habe, wie ich eh gesagt habe, weil ich heute unter der Woche nicht so oft aufnehmen kann. Und ich nehme jetzt gerade den 6. Part für heute auf. Das wird schon langsam etwas anstrengend, obwohl es eigentlich ja nur, unter Anführungszeichen, nur Viertelstunden-Parts sind, ist es auf Dauer halt trotzdem relativ anstrengend zum Spielen. Wenn man die ganze Battlefield Battlefield spielt, ich spiele zwischendurch nichts anderes, weil ich sonst dann wieder rauskomme. Und das will ich nicht unbedingt riskieren. So, was ist 11 zu 0? Wer ist das, dieser Typ? iGrab Saratov? Aha. Da haben wir wieder so ein Fahrzeug, der praktisch das jetzt kommt. So, wer kommt da wieder? Die geilen Säcke wieder alle da. So. Aha. Da ist jetzt irgendwer gestorben, habe ich so das Gefühl. Perfekt, den haben wir erledigt. So, Munition wäre auch einmal nicht schlecht wieder zwischendurch. Aha. C-Posten haben sie uns. Ah, nein, doch nicht. Unser Team ist ja da relativ schnell. Was geht's da jetzt so sagen? Perfekt. So, Munition, wie gesagt, brauche ich noch wie vor. Da drüben wäre was zum Beispiel. Das werden wir sich gleich einmal schnappen. So, gut. Da ist jetzt eh keine Sau. Oh. M95 plus 3, na, ein Wahnsinn. AZT Destructor, ja genau, das ist natürlich sicher ein Girl, da bin ich mir aber absolut sicher. What the fuck? Möchte ich gar nicht wissen, was der jetzt geschrieben hat. Der oder die oder was auch immer. Sternchen, Sternchen, das bringt nicht viel. Okay, die Runden ist ja wie gesagt, ehrlich gesagt, wieder etwas langweilig, nachdem Gegner wieder da, die Teams wieder etwas unausgeglichen sind, meiner Meinung nach. Schaut zumindest so da noch aus. Ich will jetzt auch nicht dazu viel. Aha. Bin ich wieder draufgegangen irgendwo? Ich würde mir ja gern auf die VSS, das habe ich noch gar nicht gesagt, würde ich mir ja gern den Red Dot drauf geben, wenn das funktioniert. Also es funktioniert eh, was ich so gesehen habe. Aber leider ist mir der ehrlich gesagt etwas zu teuer. Und erstmal wäre das Pre-Buy, was ich so glaube ich gesehen habe. Und ich bin ja da, wie man sieht, bin ich VIP auf dem Server. Das ist schon praktisch, weil ich da automatisch bevorzugt werde vor anderen Leuten, wenn die joinen wollen. Beziehungsweise werde ich wenn zum Beispiel 5 Wagons schon drinnen sind, kann ich trotzdem joinen und es wird ein anderer rausgeschmissen. Es klingt böse, aber es ist teilweise echt praktisch, weil man dann sofort in einen Server reinkommt. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich weiß nicht, warum ich auf dem Server VIP bin, das frage ich mich bis heute noch. Ich bin zufällig anscheinend irgendwann einmal da. Keinen Plan warum. Wird schon irgendeinen Grund haben, schätzungsweise. Aber naja. Hacke Petra. Das ist natürlich wieder, sind wieder die Oberpros da. So, gut, dann warten wir kurz ab, bis das fertig ist jetzt. Ja, gut. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zum sagen. Wie gesagt, das ist jetzt, nein, das ist nicht der 6. Part, Entschuldigung. Oder doch, der 6. Part ist, nein, stimmt schon. Nicht, dass ich da jetzt zu viel sage. So, steigt alle eine Würsteln da. Berner Würsteln mit Käse. So, dann fahren wir alleine dieses Mal. Naja. Auch nicht schlecht.
fahren wir Richtung C. Und schauen wir, was wir das so alles erleben heute. Da werde ich gleich einmal abbiegen, weil das ist mir schon wieder viel zu blöd da. Wenn wir das Ganze von oben anschauen. Was bin ich denn Sniper, wann ich ihn nicht verwenden kann? Aha. So, wer ballert da jetzt wieder? Da hinten hin. Perfekt. Den haben wir erwischt. Die nehmen da jetzt eh den Posten ein, das finde ich positiv. Da schmeißt man seinen Ball hinten hinter. Der was uns da verraten, wo die Gegner sind. Was geht's da jetzt, bitteschön? Aha. So. Fährt man da jetzt einfach das Fahrzeug da schnappen, da das, was da so ehrenlos herumsteht. Herrenlos herumsteht, nicht ehrenlos. Naja, ehrenlos vielleicht auch. Au. Aha. Ha! Aber immerhin. Das, der Trick funktioniert. Aha. STG mit M145, das ist natürlich wieder meine Lieblingswaffen. Finde ich sehr cool. Mach mal da kurz einmal Werbung dafür, die da oben. Aha, Hilfe bei Kürt. Ja genau, natürlich, wieder, jetzt habe ich den wieder nicht erwischt. Das ist wieder ein wunderbarer Anfang da heute. So. Gut, aha, da sind wir schon. Aha, ja, noch besser. Sehr geil. Ah, das hat natürlich keinen Sinn da. Aber immerhin, dann haben wir noch erwischt. 3 zu 3, okay, naja, gut, das ist jetzt natürlich relativ ein blöder Anfang gewesen wieder. So, schon wieder da. Ich komme nicht weg von diesem Fleck da. Ich würde ja gern da die Granaten reinballern, wenn es denn möglich wäre, irgendwie. Aber leider sterbe ich schon wieder die ganze Zeit. So, gib mir da. Danke. So. Okay, das hat sich praktisch jetzt erledigt. Dann kann ich mich vielleicht da jetzt herschleichen, Halleluja. Ha! Endlich ist mein Plan aufgegangen, Halleluja. Jetzt habe ich keine Dings-Munition mehr. Natürlich auch nicht so leiwand. Aber gut, wir laden jetzt einfach mal noch. Dann schauen wir sich das Ganze da von oben an, von unten besser gesagt. Wieder keine Sau da. Vielleicht können wir den Ball da reinschmeißen. Na, das ist natürlich wieder obergescheit gewesen jetzt da. Na, wurscht. Immerhin habe ich jemanden umgebracht. Halleluja. So. Schauen wir auch direkt da rüber. Tut mir leid, ist sich leider nicht ausgegangen. Das mit dem Fahrzeug, der Plan. So, was ist da? Da war gerade irgendwo einer, ich habe es genau gesehen. Aha, tot. So, ich sollte vielleicht eher doch auf den Kopf zielen, anstatt auf den Körper. Wurscht. Gestorben ist er ja trotzdem, das ist das Wichtigste. Aha, wunderbarer Kopftreffer, das lobe ich mir natürlich sowieso. Schauen wir, was da so abgeht. Ah, da sind wieder die geilen Fahrzeuge da überall, heißt, das ist wieder ein Traum. So, Munition ist auch schon wieder gut, das ist mir irgendwie... Das mag ich nicht so gern. Ist mir beim Sniper etwas unsympathisch, das mit der Munition, weil man da immer so wenig hat, Gott. Aha, da ist wieder das... Oh, oh, oh. Gott, im Himmel erst. So. Aber immerhin 8 zu 4. Naja, Kano Attack 4 zu 3. Das passt auf jeden Fall 1500. Okay. So, was ist da los? Haben uns wieder den B-Posten, die spawnen natürlich nicht vorne, sondern wieder am Arsch von Friedrich, das ist wieder klar. So, wer ballert auf mich? Geht einmal gar nicht. Aha, er ist es. So, jetzt habe ich leider meinen C4 nicht dabei. What? Okay. Ja. Das ist wieder alles relativ. Wenn ich das C4 brauche, dann habe ich es natürlich wieder nicht dabei, das ist wieder schlecht. Schlecht getimed, sozusagen.
So, noch 6 Parts, glaube ich, das wird auch der letzte Part für heute sein. Jetzt bin ich dann echt fertig auf diesem Spielen, da ständig eine andere Waffe ausprobieren und dann wieder da spielen und was weiß ich. Und da kommen wieder diese Panzerwichser da daher, das regt mich wieder mal am meisten auf. Ha, er hat mich nicht gesehen, Halleluja. Er läuft mir auch nicht nach, das finde ich gut. Ja, genau, da kommt natürlich er daher. Der Al-Mualim, so. Auch zu 6, ich glaube, jetzt bin ich da wieder am Ablosen, so wie es ausschaut. So, aha, da sind wir. Wieder daheim jetzt. Was ist da oben los? Die Party oder was? So, A-Posten, aha, der ist wirklich hier oben. War gar nicht einmal so weit hergeholt da. Das muss ich mir gleich aus der Nähe anschauen. So, Sackbrater. Braucht man schon mal überhaupt nicht da. So, wo habe ich die geile Spritzen? Das drunter, genau. Da mal den Typen marken. So, ein Fahrzeug wäre natürlich praktisch jetzt da. Aha. Das ist wieder sehr geil. Panzerfahrzeug kann ich wieder nichts machen, leider beim C4. Also beim Sniper habe ich leider, wie gesagt, kein C4 dabei. So, Autsch. Ja, genau. So, beim Nachladen natürlich wieder. Mit der M9 war ich jetzt leider zu langsam. So, was ist denn los? Irgendwie treffe ich nichts mehr. Das ist ja wahnsinnig. Nicht zum Fassen. So. Überall vorne die verkackerten Panzer da herum. Das ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Genau, und dann wieder Hilfe bei Kill, das ist wieder das, was ich am allerwenigsten brauchen kann. Aber naja, so. Da schaut es jetzt wenigstens einmal ruhig aus, da zumindest. Schmeißen wir ihnen da was rein, ein kleines Geschenk. Ha, na was? Wieder nur Hilfe bei Kill heißt das. So, jetzt man sieht, ich treffe auf einmal nichts mehr. Habe anscheinend heute schon so lang gespielt, so wie es ausschaut. Jetzt werde ich dann einmal eine Pause einlegen da. Damit ich nicht die ganze Zeit nur Battlefield spiele, sondern auch was anderes auch zwischendurch einmal. Ja, genau, sowieso. Von wo war das jetzt, bitteschön? Achso, von da oben. Naja, gut, das lassen wir ihm noch durchgehen. Einmal ausnahmsweise. So. Aha, bin ich wieder da. Wenigstens nicht bei A gespawnt. Ah, ja, ist natürlich bei A, weil das wäre natürlich wieder eine sehr blöde Angelegenheit da. So, er hat mich nicht gesehen, zum Glück. Fährst du bitte wieder weg da? Blöder Saubanzer da. So. Aha, okay, hat sich in Luft aufgelöst sozusagen. So, der D-Posten gehört wieder einmal nicht uns. Perfekt, Halleluja. Endlich wieder mal jemanden getroffen. Finde ich auch irgendwie positiv. So. Autsch. Nicht noch einmal, bitteschön. Na genau, sowieso. Der Klemmer da versteckt, das hätte ich mir eigentlich denken können. Aber habe ich nicht getan. 13,9, das ist natürlich schlecht jetzt. Geht's mit mir den Berg bergab? So, nicht das blöde Messer, das brauche ich nicht. So, wenn du nur 2 Granaten hast, das ist etwas wenig, dass man da was Gescheites machen könnte, aber naja. Wer ballert da schon wieder herum, hast wie ein Wahnsinniger. Wahnsinniger. Na, will ich einmal so einen Spaß machen mit dem Fahrzeug und dann sowas. So, 13,10, jetzt wird es dann langsam aber lächerlich. Jetzt hat es wieder etwas aufholen. So, es ist wirklich unangenehm heiß erinnern da heute. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber bei uns ist es so schwül die ganze Zeit. Es ist echt unangenehm, muss ich sagen. Es wird so mal überhaupt nichts da. So, ich werde jetzt einfach da wieder. Aha, was wen haben wir hier? Die allergeilsten Typen da mit den Sniperers.
Naja, 14.11 immerhin. Was Engine die Furkan? Furkan. Furkan 1. Aha, what the fuck. Das Team Change oder wie? Aha, interessant. Das habe ich jetzt nötig gehabt natürlich. Ja, sowieso. So, jetzt habe ich natürlich die ganzen vom anderen Team jetzt da. Campus mit der. Naja, gut, Halleluja, es ist vorbei, endlich. hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Naja. Okay, bis zum nächsten Mal, bis dahin, ciao.